Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Haushaltsentwurf der Ampel ist ein Kürzungshammer und sieht drastische Einschnitte vor. Weniger Geld für Soziales, für Jugendliche, für die politische Bildung. Und das hat dramatische Auswirkungen auf viele Menschen. 45 Millionen weniger für Jugend-, Sozialarbeits- und Integrationsprojekte. 35.000 Freiwilligenplätze sind gefährdet. 200 Millionen weniger für die Wiedereingliederung von Langzeiterwerbslosen. Der Bundeszuschuss zur Pflegeversicherung gestrichen. Das heißt, noch höhere Eigenanteile für Pflegebedürftige und Angehörige. Und jede dritte Migrationsberatungsstelle steht vor dem Aus. Diese Woche wurde viel über Prioritätensetzung gesprochen. Ja, die wird in der Tat deutlich. Statt den enormen Reichtum in diesem Land angemessen zu besteuern, kürzen Sie bei denen, die ohnehin schon viel zu wenig haben, bei denen, die Hilfe brauchen, die krank sind. Das nenne ich schäbig, meine Damen und Herren. Die Sozialverbände sprechen von sozialem Kahlschlag, dort, wo das Geld am nötigsten gebraucht wird. Die Ampel ist die Regierung der gebrochenen Versprechen. Ein paar Beispiele. Im Koalitionsvertrag heißt es, die Wohlfahrtsverbände sind eine wichtige Stütze der Daseinsvorsorge. Wir wollen für sie verlässliche Partner sein. Als verlässliche Partner kürzt die Ampel den Verbänden die Mittel um ein Drittel. Im Koalitionsvertrag steht, wir wollen den Kinderschutz stärken. Im Haushaltsentwurf 44% weniger bei den Maßnahmen gegen sexuellen Kindesmissbrauch. Politische Bildung und Demokratieförderung sind mehr gefordert denn je. So steht es im Koalitionsvertrag. Da steht auch, deshalb sollen die Projektmittel für die Bundeszentrale für politische Bildung erhöht werden. Aber im Haushalt sieht vor, dass die Mittel um mehr als ein Fünftel gekürzt werden. Laut Koalitionsvertrag will die Ampel die Beratungs- und Präventionsarbeit gegen Rechts- und gegen Rassismus stärken. Und im Haushalt, die Zuschüsse werden gestrichen für die Amadeo-Antonio-Stiftung, das Anne-Frank-Zentrum, andere Initiativen. Projekte gegen Hass im Netz bekommen 1 Million weniger. Ja, Frau Faeser, wie wollen Sie denn Ihren Aktionsplan gegen Rechtsextremismus umsetzen, wenn die Mittel dafür zusammengestrichen werden? Wollen wir unseren Kindern ernsthaft später erklären, sorry, er lebt jetzt unter einer faschistischen Regierung, aber dafür haben wir mal 2 Jahre weniger Schulden gemacht. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Die Mittel für humanitäre Hilfe und Krisenprävention um mehr als ein Drittel gekürzt. Und wer braucht schon Katastrophenschutz in Zeiten des Klimawandels und der dramatischen Folgen? Da kann man doch mal 23% einsparen. Das ist doch verantwortungslos. Ihr eigener Koalitionsvertrag ist offenbar das Papier nicht wert, auf dem er steht. Und dann kommen wir mal zu dem ganzen Trauerspiel um die Kindergrundsicherung. Das größte sozialpolitische Vorhaben der Ampel sollte es werden. Familienministerium selbst hat 12 Milliarden dafür veranschlagt. Familienministerin Paus hat im Streit über die Kindergrundsicherung das Steuerentlastungsgesetz blockiert. Das Familienministerium 12 Milliarden, das haben Sie gefordert, Frau Paus. Und nun haben Sie 2,4 statt 2 Milliarden dafür bekommen. Und Herr Lindner hat sich im Gegenzug noch eine weitere Milliarde für Steuerentlastung für die Unternehmen genehmigt. Da greift man sich doch an den Kopf. Und dieser Etikettenschwindel soll die größte und letzte Sozialreform dieser Ampel gewesen sein. Mit diesen Sozialkürzungen, mit ausbleibenden Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz fährt die selbsternannte Fortschrittskoalition die Zukunft an die Wand. Das Festhalten an der Schuldenbremse hat verheerende Auswirkungen für viele Menschen. Und deshalb muss sie ausgesetzt, besser noch abgeschafft werden, meine Damen und Herren. Bei jeder Bahnfahrt zeigt sich doch, dass die Verkehrsinfrastruktur ein riesiges Problem ist. Krankenhäuser, Bildung, chronisch unterfinanziert. Ja, was tun Sie denn dagegen in diesem Haushalt? Aber angeblich ist kein Geld da. Kein Geld da, außer für Rüstungskonzerne und fürs Militär. 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. Fast jeder fünfte Euro fließt in die Rüstung. Da steigen die Ausgaben deutlich. Das zeigt doch, geht doch alles, wenn ein politischer Wille da ist. Nur bei Armutsbekämpfung ist der politische Wille eben nicht da, meine Damen und Herren. Steuerpolitisch ist die Ampel ein Totalausfall. Nicht mal die enormen Übergewinne der Energiekonzerne wollen Sie abschöpfen, Herr Habeck. An die großen Konzerne, die Superreichen, die Krisengewinner, da will die Regierung nicht ran. Aber bei Jugendprojekten, da sitzt der Rotstift locker. Und das ist doch geradezu lächerlich, wie SPD und Grüne versuchen, sich hinter Herrn Lindner und der kleinen FDP zu verstecken, wenn es darum geht, wer die Schuld an all den Kürzungen trägt. Sie sind eine Koalition. Kanzler Scholz und Vizekanzler Habeck sind doch nicht die Geiseln der FDP.
FDP und von Finanzminister Lindner. Sie alle zusammen sind doch Partners in Crime. Und Ihre Politik verschärft die soziale Spaltung. Und dafür trägt jeder Abgeordnete und jeder Abgeordnete in diesem Haus Verantwortung, der einem solchen Kürzungshaushalt seine Zustimmung gibt. Vielen Dank.